Salzmeer. Moment, da komme ich gerade mal hin. Hallo liebe Kinder, schön, dass wir uns noch wieder sehen. Heute sind wir in einer Kletterhalle. Klettern ist für die Kinder jetzt im Frühling draußen, wenn etwas schlechtes Wetter herrscht und wir alle beschäftigen, worauf ihr achten müsst, da sprechen wir euch gleich. Also, wir sehen uns oben am Gipfel. Klettert schnell hoch. Tschüss! Worauf solltet ihr achten, wenn ihr Kinderkletterschuhe kauft? Ganz wichtig ist, wird es bei dem Modell von Madrock oder dem hier von Mammut, dem Minifund, den es leider so nicht mehr zu kaufen gibt, dass sie möglichst weit zu öffnen sind, mit einem Klettverschluss, wenn es geht, weiches Obermaterial haben und eine abriebfeste Gummisohle. Hiermit, da können die Kinder schön auf der Kante stehen. Von der Größe her nicht so wie bei den Erwachsenen, dass das Ganze zu eng ist. Wer sich das Geld sparen will, soll entweder schauen, ob er in einer Kletterhalle sich die Schuhe ausleihen kann, beziehungsweise solche gebraucht kaufen. Und was ganz wichtig ist, bevor er losklettert mit den Kindern, vielleicht belegt er einen Kurs beim DAV. Ja, und wenn ihr dann mal richtig mit Seil und im Vorstieg klettern wollt, dann ist wichtig, dass ihr zuvor einen Kurs beim DAV zum Beispiel belegt, wo er richtig klettern lernt und alles, was dazugehört, wie die Knoten und die richtige Klettertechnik. Ansonsten, wie ihr seht, haben Kinder von sich aus einen riesen Spaß, wenn sie klettern können. Ein eigentlich preiswertes und ungefährliches Vergnügen. Viel Spaß und probiert es doch auch mal aus. Es gibt über 100 Kletterhallen hier in Deutschland.